Willkommen zurück hier bei Let's Play Alan Wake. In der letzten Folge sind wir hier in dieser komischen Hütte angekommen. Hier können wir was lesen. Okay. Skelett eines Präriemammuts. Dieses Exemplar, dessen Alter auf etwa 14.000 Jahre geschätzt wird, wurde 1981 in der La Brea Tar Pits gefunden. 1998 wurde es dem Elderwood Nationalpark gestiftet, als das Präriemammut zum offiziellen Staatsfossil Washingtons erklärt wurde. Das Mammut wurde Hasenzahn Charlie getauft und ist inzwischen das offizielle Maskottchen des Parks. Interesting. Okay, Formular genommen. Jetzt müssen wir ihm das Formular geben. Gibt er uns dann direkt den Schlüssel oder wie? Hallo? Hallo? Hier ist das Formular. Und hier sind die Schlüssel. Okay, es ist alles geregelt, Mr. Wake. Schön, dass Sie unser Gast sind. Danke. Und wie komme ich zum Lover's Peak? Oh, na klar. Er liegt am Ende des Naturlehrpfads. Der Weg führt Sie direkt dorthin. Es ist ein Spaziergang und ein schönes Plätzchen. Ich bin schon wieder etwas verwirrt. Orientieren Sie sich am Antennenmast. Sie befindet sich genau darunter. Na toll. Verwirrt, sag ich ja. Soll dir glauben, dass du einen Typen erschossen hast? Ups! Und der sich dann in Luft auflöst? Ja. Sollte er. Das ist doch verrückt, Al. Al? Al! Wir sollten zum Sheriff oder zum FBI. Verdammt, Barry, sie töten sie. Das ist keine Diskussionsrunde, Barry. Was? Ich gehe zum Lover's Peak und ich soll allein kommen. Okay, okay. Ich verstehe. Du bist mein bester Freund und ich fürchte, dass du durcheinander bist. Sag mir, was ich tun soll, und ich tue es. Du bleibst hier, und wenn ich morgen nicht zurück bin, ruf die Kavallerie. Was? Was? Pass bloß auf, wenn du es mit den Einheimischen zu tun hast, diese Hinterwälder sind gefährlich. Sie hassen Touristen. Denk nur mal an, beim Sterben ist jeder der Erste. Gesundheit. Dieser Ort hier bringt mich doch um. Hier gibt's garantiert Schimmel, Sporen, Gift, Efeu und Gott weiß was! Die wissen schon, warum sie 15% Anzahlung nehmen. Mhm. Oder so ähnlich. Ja, das, was mich gerade eher ein bisschen beunruhigt ist, dass wir keine Waffe haben. Da mache ich mir schon eher Gedanken. Okay, es könnte also passieren. Ich werde hier warten, Al. Halte die Stellung. Im Geist bin ich bei dir, bei jedem Schritt, Al. Ich schließe dir die Tür ab. Können wir mit dem Auto fahren? Ja, ich erinnere mich. Oder auch nicht. Der Weg zum Besucherzentrum war nicht weit. Und im Wald war das Auto ohnehin nutzlos. Na gut, dann laufen wir. Man kann auf jeden Fall auch später mit dem Auto fahren. Das war nicht gerade clever. Oh, wir haben eine Waffe. Ich war immer noch wütend auf Barry, weil er es mir ausreden wollte. Diese Typen hatten mich angerufen, als ich auf der Wache war. Sie hatten keine Angst vor den Cops. Und sie hatten Alice. Okay. Also wir sind doch eigentlich voll bewaffnet. Dementsprechend kann uns nicht so viel passieren. Hallo. Willkommen zurück, Freunde. Wie versprochen hat es sich unser guter Dr. Nelson gerade hier im Studio bequem gemacht. Doc, wie sehen Ihre Hirschfestpläne aus? Meine Pläne? Bei Ihnen klingt das so organisiert. Das ist so gar nicht meine Art. Ich habe keine bestimmten Pläne. Ich will einfach die Atmosphäre genießen. Für alles andere bin ich doch schon etwas zu klapprig, wissen Sie? Oh, wem sagen Sie das? Kein Sackhüpfen mehr für uns alte Männer, was? Ja, genau, Pat. Aber ich werde mir natürlich die Parade ansehen.
Und ich bin auch Preisrichter beim Backwettbewerb. Dafür braucht man ein ganz anderes Training. Oh ja, das liegt mir auf jeden Fall mehr. Aber Doc, im Ernst, Sie sind ziemlich gut in Form und gerne an der frischen Luft. Ich weiß, dass Sie sehr gerne angeln. Das stimmt. Und gerade heute Morgen habe ich einen riesigen Forellenbarsch gefangen. Ja. Aber Sie nehmen nicht am Angelwettbewerb teil? Nein, nein, dieses Jahr nicht. Ach, wissen Sie, Pat, mir liegt nicht mehr viel an Wettkämpfen. Ich nehme mir lieber Zeit und genieße die Ruhe. Es macht keinen Spaß, wenn es nur darum geht, was ich fange, versteht Sie? Wenn man sich Ihre früheren Ergebnisse so ansieht, sind die anderen Teilnehmer vermutlich sehr froh über diese Meinung. Vielen Dank für das Kompliment. Ist euch mal aufgefallen, dass die beiden gelacht haben wie so Pferde? Voll interessant. Und wahrscheinlich war der Fisch, der dabei auf dem Polizeirevier auf dem Tisch lag. Lol, Fisch und Tisch, das reimt sich. Ja, das war wahrscheinlich sein Fisch. Lol. Oh nö. Ich sehe doch schon, wie das wieder endet. Ich hab da keinen Bock drauf. Mann. Die Hütte hier ist auch ein bisschen demoliert. Hallo. Ach nö, eigentlich habe ich da keinen Bock drauf. Aber nee, also diese Fernsehserien gucken wir uns nicht an. Das ist mir dann doch, das finde ich ein bisschen zu annoying. Das muss jetzt nicht sein, aber... Ja, ich weiß noch, ich habe damals jede einzelne Hütte hier abgegrast. Ich weiß nicht, ob das so schlau war. Naja, schlecht wird es auch nicht sein, hoffe ich. Wir liegen auf jeden Fall wieder Manuskripte rum. Habe ich das schon mal gelesen? Anscheinend schon, toll. Da war irgendwas im Auto. Aua. Was ist das? Kann ich das Auto benutzen? Anscheinend auch nicht. Naja, immerhin funktioniert hier das Licht noch. Noch? Die Vision hatte mich geschwächt. Oh, hier liegt ein Manuskript. Das habe ich sogar noch nicht gelesen. Moment, das hören wir uns kurz an. Das Besucherzentrum war robust, doch der Aufprall zertrümmerte die Vorderseite völlig. Rusty wurde durch die Lobby geworfen und prallte hart gegen die Wand. Es tat erst weh, als er versuchte, sein Bein zu bewegen, das in die falsche Richtung abgewinkelt war. Er spürte den Stich der gebrochenen Rippe und heulte auf. Er hatte Angst, allein zu sterben. Uff. Ich weiß nicht. Hier komme ich sowieso nicht rein. Ich brauchte einen Schlüssel. Na, dann gehen wir da halt sowieso mal rein. Mr. Wake? Oh Mist. Es geschah genauso, wie es auf der Seite stand. Gefunden. Wurde wahr. Es wusste. So dunkel. Es wird zurückkommen. Sie müssen. Die Lichter. Im Büro. Ich hab den Schlüssel. Okay, Rusty. Ganz ruhig. Ich bin gleich zurück. Was auch immer das getan hatte, konnte nicht weit sein. Rusty hatte eine Manuskriptseite gefunden. Sie könnte erklären, was passiert war. Okay. Daran kann ich immer noch nicht gehen.
Na gut, dann beeilen wir uns mal. Sicherheit garantieren, indem ich den Strom und die Lichter zum Laufen brachte. Will mich hier mal kurz umgucken. Drop, ja, ich falle da schon nicht runter, keine Sorge. Dann schließ mal auf. Ist jetzt offen? Ja. Was haben wir hier? Ah, okay, ein bisschen Munition und Nachschub für uns. Meine Güte, es ist schon echt creepy. Lol. Spät. Jemand hatte den Hauptschalter demoliert. Ich konnte die Lichter nicht mehr anschalten. Rusty! Irgendwie hatte ich mir schon gedacht, dass das nur eine Falle war. Auf dem Boden waren Öllachen, die wie flüssige Dunkelheit aussahen. Ich verstehe den Sinn noch nicht ganz. Oh. Vielleicht ja doch. So. Irgendetwas hatte ein gigantisches Loch in die Mauer gerissen. Okay. Bitte nicht die Tiere füttern. Ich sehe schon, worauf das hinausläuft. Ja. Ganz genau darauf. Er ist sogar so ein starkes Monster geworden. Na komm. Naja, irgendwie war es klar, dass es darauf hinausläuft und darauf irgendwie auch. Ich habe irgendwie damit gerechnet. So. Schon ungünstig. Aber naja. Ich lade hier erstmal richtig nach. Och nö. Was ist das denn die ganze Zeit? Erstmal, obwohl unsere Gesundheit ist voll, also müssen wir nichts aufladen. Was? Verdammt, was war das? Ich habe es durchs Fenster gesehen. Ich habe etwas gesehen. Vergiss es, Barry. Ich bin wohl verrückt geworden. Oh Mann, oh Mann. Du bist nicht verrückt. Ich wünschte, du wärst es, aber du bist nicht verrückt. Sei vorsichtig. Bleib in der Hütte. Öffne niemandem die Tür. Ich meine das ernst. Ja, ich auch, oder so. Das Ganze macht hier immer so ein bisschen auf. Aber mir fallen in letzter Zeit die Wörter, die ich sagen will, einfach nicht ein. Ich weiß nicht, was los ist. Auf jeden Fall macht das hier alles immer so auf einen cuten Eindruck und ja. Auf den zweiten Blick ist der Eindruck dann doch irgendwie nicht cute.
Aber ich muss sagen, ich habe mich jetzt echt dran gewöhnt. Gerade wenn er links ist, klappt es irgendwie besser, als wenn er rechts ist. Dementsprechend, ja. Passt schon. Das Peak lag am Ende des Naturlehrpfads. Aha, da drin ist also wieder so eine Kiste für uns. Hier dran erinnere ich mich, glaube ich, sogar noch. Ja. Ist einfach schon so lange her. Weiß nicht, irgendwie habe ich so voll viele Sachen noch im Kopf, aber irgendwie sind die auch alle ein bisschen anders, als ich sie genau im Kopf hatte. Es ist super crazy. Naja. Ich bleibe trotzdem skeptisch. Ja, war ja klar, dass das jetzt wieder passiert. Ich dachte, ich könnte da jemanden anrufen. Oh, oh. Och, nö. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. So. Auf Wiedersehen. Das ist halt so creepy, aber das ist auch wieder so richtig so Outlast-Style. Obwohl Outlast ja sogar später kam als das Spiel hier. Naja. Aber das war da ja auch immer mit dem Telefon. Wo das einfach nur so, ja, da so rumlag und gepiept hat. Ich weiß nicht, das war schon... Das war schon eine echt lustige Zeit. Manchmal vermisse ich es auch so ein bisschen, aber ich weiß nicht. Man sollte ja immer vorwärts gehen und so. Dementsprechend müssen wir uns damit wohl abfinden. Wieso sind hier denn überall so ausgedingste Autos? Verstehe den Sinn nicht. Wieso räumt man den Scheiß nicht weg? Ich dachte, das ist ein Nationalpark. Gehört das dazu? Die Hütte möchte ich mir dann doch angucken. Wahrscheinlich geht da jetzt genau wieder alles in den, genau in dem Moment, wo wir da ankommen, geht die Glühbirne wieder in den Arsch. Oder im Arsch. Ist die Glühbirne wieder im Arsch? Ihr wisst, was ich meine. Ich muss mal kurz was trinken. So, weiter geht's. The Great Old One, ja, das war so klar. Oh oh. Au. 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 Please don't. Oh oh. Nein. So. Oh Mann, ich hoffe, die Munition reicht halt echt noch aus. Sonst sind wir im Arsch. Also, RIP. Ja, das Feeling ist halt einfach das vom Spiel, was halt so viel, ja, das Spiel einfach so viel besser macht.
Oh. Ach nö. Au. Das ist aber nicht sehr nett. Au. Oh, ich bin tot. Nice. Wo spawn ich jetzt? Hier. Kommt der Dicke da jetzt wieder raus? Ja. Oh, oh. Au. Auf Wiedersehen. Ja, ich muss mir das echt mal angewöhnen. Die Batterien pünktlich zu wechseln. Au, nein. So. Gut, wir stellen erstmal wieder auf die Pistole um. Och nö. Au. Aua. So, verfolg mich mal. Au. Kommt mit. Ja, es bringt halt so gut wie gar nichts, ne? Aua! Mann, du blödes Miststück, Alter. Jetzt gehe ich erstmal nach da oben und fülle meine Gesundheit wieder auf. Die füllt sich aber auch so ganz langsam von alleine auf. Geht's hier denn schneller? Ja, die ist einfach sofort wieder aufgefüllt. Lol. Na gut, dann geht's jetzt mal weiter. Aber ich muss auch echt sagen, so das hier, also diese Hütte eben, die hatte ich noch in Erinnerung mit dem verletzten Hund. Ach nö, ihr blöden Miststücke. So viel zu jetzt geht es weiter. Nein. So. Aber das hier in dem Wald hatte ich, ja, das hier hatte ich auch noch in Erinnerung. Aber ansonsten unterscheiden sich die meisten Sachen irgendwie von dem, was ich noch im Kopf hatte. Voll komisch. Ja, aber das Spiel, also das Spiel ging ja auch, glaube ich, relativ lang. Dementsprechend kann man ja auch nicht alles in Erinnerung haben. Das klappt ja auch nicht. War ja klar. Die wollen nicht, dass wir telefonieren. Aber ich will. Bear Alert, boah. Das ist lustig. Ach nö. War ja wieder klar. Ach, und noch so ein Keck. Oh nö. Ups, jetzt habe ich erstmal wieder gegens Mikro gehauen. Ich möchte gern wegrennen. Ist das möglich? Au. Au, 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 au. Nein, we're not gonna do that. Au.
Okay. Die sind irgendwie despawned, aber als ob die nicht wiederkommen. Ja, sag ich ja. Au. Miststück. So. Gut. Das hat noch halbwegs gut funktioniert. Für die hätte ich halt echt gern so eine Warnschusspistole gehabt. Das wäre ganz nice gewesen. Also so eine mit diesem Licht. Wie heißen die nochmal? Keine Ahnung, habe ich vergessen. Okay, wir müssen zum Lover's Peak. Der Name ist aber auch richtig weird. Hier geht es so schön hoch. Ich hätte jetzt irgendwie erwartet, dass hier so eine Kiste ist oder so. But no. Ich glaube, das können wir canceln. Da liegt irgendwas im Gebüsch, glaube ich. Ist das ein Manuskript? Nee, der Stein leuchtet einfach nur. Lol. Okay. Und was ist da? For your safety, stay on designed hiking trail. Okay. Wir bleiben auf dem designten, Wanderweg. Aber die Musik, ne? Die macht mich auch schon wieder fertig. Root Tree, okay. Ja, wir sind durch den Baum gegangen. Macht Sinn. Ich glaube, da kommen wir nicht durch. Da müssen wir uns wohl einen Umweg suchen. Och nö. Das sieht doch jetzt schon schrecklich aus. Aber es hört auf zu schwingen. Kaffee, Souvenirshop, Visitor Center, ja, viel Spaß. Ah, das ist sogar draufgemalt, wie alt dann dementsprechend der Baum ist. Das ist cute gemacht, muss man schon sagen. Die Frage ist, was soll ich hier jetzt tun? Ich meine, der andere Weg war ja dicht. So, Weiß nicht, muss ich vielleicht doch zurückgehen? Hier kann ich lesen. Okay, lest es euch gern durch. Ich muss jetzt keine Ringe zählen, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß nicht. Habe ich da irgendwas übersehen? Ja, ich kann vielleicht da links einfach drumrum springen. Ja, genau das kann ich tun tatsächlich. Möchtest du bitte? So. Do not feed wildlife. 100 Euro Strafe, alles klar. Na, dann machen wir es natürlich erst recht. Aber ich würde sagen, an der Stelle setzen wir mal einen Cut. Und was uns auf der Seilbahn erwartet, das schauen wir uns erst in der nächsten Folge an. Bis dahin!